Ja. Ja, das aktuelle Thema. Na genau, bei TikTok denken Sie alle, Sie kennen mich. Nein, ihr kennt mich gar nicht. Nur aus dem Internet, wo meine Videos im Thema Sport, Musik und Unterhaltung sind. Aber ansonsten, wenn ich in ein Gastlive bin bei TikTok, kann man nicht gleich sagen, den Sascha kennt man. Ja, machen wir einfach mal ein bisschen Sport. Ne, genau. Ja, da hinten ist der sogenannte Disc Golf Korb. Der ist auf eine Reichweite hingestellt worden. Der Disc Golf Korb kostet 100 Euro, gibt es bei Amazon zu bestellen. Ja, dann habe ich hier Disc Golf Scheiben. Eine Disc Golf Scheibe ist 23,5 cm Durchmesser und wiegt 170 oder 175 Gramm. Ne? Genau. Ja, wie eine ultimative Frisbee. Ne? Die es natürlich in jedem Sportgeschäft zu kaufen gibt. Ja, genau. Hier geht es darum zu erlernen, ein Ziel zu treffen aus großer Entfernung. Man sollte bei diesem Sport vorne anfangen, bei 5 Meter und wenn man getroffen hat, dann auf 10 Meter und das Level so dementsprechend erhöhen. Und so kann man denn auch hier, so wie ich, im Stand locker mal 100 Meter ballern oder sogar noch weiter. Ne? Genau. Ja, einfach hinstellen, ja, Discoscheibe halten, Bauchnabel, ja, und einfach mal durchziehen. Ja, und so kann man immer weiter und weiter diesen Sport erlernen. Ja, dafür gibt es natürlich auch Disc Golf Sportplätze. Das heißt, ja, ihr geht einfach ins Internet und guckt nach Disc Golf Parkour Kurs. Und dann findet ihr dort Leute, die diesen Sport machen. Ja, genau. Jeder macht das anders. Ich mache das im Stand. Der nächste nimmt Anlauf und schmörgelt das Ding los. Ja, und ich halte das nur so und brauche nur den Körpereinsatz und die sogenannte Kraft. Na, genau, Zugkraft. Und dann kommt man locker diese Reichweite. Aber erstmal erlernen, anfangen. Beim Treffer 5 Meter oder 10 Meter nach hinten. Denn bei 10 Meter, dann wieder bei 20 Meter und so weiter und so fort. Ja, damit man sich daran gewöhnt, den Umgang zu lernen mit einer sogenannten Discgolfscheibe. Ne? Genau. Ja, deswegen sage ich immer zu den Kindern, zu den Jugendlichen, zu den alten Opas, ja, von vorne. Ne? Genau. Und dann können Sie irgendwann, so wie ich, das entweder im Stand oder Attacke! Und ballern das Ding bis nach Bagdad. Ne? Genau, alles ist möglich. Jeder macht es anders. Ja, ich halte die einfach so, Handbreite entfernt und los. Zack. Ho, zu weit sogar. Ne? Ja. Da kann man mal sehen, wenn man diesen Sport kann, dann wirft man sogar zu weit. Also weiter als 100 Meter. Ne? Ja. Das ist nicht weit. Das erste Mal, dass er das macht. Wie, das erste Mal? Ne. Tausende Würfe. Bin gerade erst gekommen. Wie denn? Im Stehen. Locker, im Stand. Immer üben. Jeder hat seinen Sport.
Aus dieser Perspektive hat man gesehen, dass alle Discoscheiben sich nach links bewegen, wenn ich sie gerade halte. Ja, deswegen werfe ich immer rechts raus. Hier in dem Fall, der Wind kommt von da. Das heißt, ich müsste da hier lang werfen, damit die den dort trifft. Also geradeaus werfen bringt hier gar nichts, weil manche Discoscheiben sich nach links neigen. Und für Rechtshändler und für Linkshändler ist das so, dass manche Discoscheiben sich nach rechts neigen. Deswegen müssen die links mehr raus. Ja, das zu diesem Thema.